Oh mein Gott, Freunde, im heutigen Video zeige ich euch 13 Gratisgeschenke, die Supercell vergessen hat. Die also wirklich angekündigt wurden, aber dann tatsächlich nicht gekommen sind. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video und Freunde. Heute gibt es auf jeden Fall mal wieder ein sehr, sehr krasses Video, denn wir werden uns im heutigen Video tatsächlich 13 Gratisgeschenke anschauen, die so leider niemals in Brawl Stars gekommen sind bisher, aber tatsächlich von Supercell ja gezeigt wurden, angekündigt wurden, wie auch immer. Ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, Leute. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da und ein kostenloses Abo und schreibt mal, was ihr glaubt, was damit passiert ist, ob die überhaupt noch kommen werden oder einfach niemals. Und ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall direkt rein. Ich finde es übrigens schon mal witzig, wie viele ja, Sprays hier von den Masters hier einfach mal am Start sind. Sehr, sehr krass. Und genau, wir gehen auf jeden Fall mal direkt raus, Leute. Und die erste Sache dreht sich tatsächlich um eine Sache, die schon über 4 Monate her ist und in einem Brawl Talk angekündigt wurde, Leute. So, Leute, und bevor das Video losgeht, ich kann ja ankündigen, dass ich tatsächlich am Freitag bzw. am Samstag auf der Gamescom in Köln bin. Und zwar könnt ihr mich dort treffen, kostenlos. Ein Meet and Greet wird es geben. Clash Games ist dort am Freitag, ich bin dort am Samstag um 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr am Lootboy-Stand in Halle 10.1 Stand B51. Ihr seht es ja auf jeden Fall. Und ja, wird dort auf jeden Fall sehr, sehr geil. Es wird auch Geschenke für euch geben und so weiter. Also kommt gerne vorbei, wenn ihr mich treffen wollt. Ja, einfach, wenn ihr auf der Gamescom seid. Und let's go. Und zwar geht es tatsächlich um Profilbilder. Ja, ich habe tatsächlich alle Profilbilder, die es jemals in Brawl Stars gab, Leute. Ne? Also ich habe wirklich jedes einzelne, alle Powerliga, ich habe alle, die es im Shop jemals gab. Und tatsächlich fehlen hier noch einige, die tatsächlich aber angekündigt wurden, Leute. Und um welche handelt es sich, das zeige ich euch mal jetzt. Denn diese wurden tatsächlich auch angekündigt als Gratisgeschenke. Und zwar wurden diese damals in dem Bonnie Brawl Talk eben angekündigt, diese neuen Profilbilder. Und ich zeige euch jetzt mal, wie diese Profilbilder eben aussehen. So, Freunde, das erste hier zum Beispiel für Shelly und das zweite ist für Danita. Und welchen Hintergrund hatte das? Also erstmal das zum Beispiel auch von Danita fand ich richtig cool, weil da diese Bruce-Schnauze so drüber, über diesen Rand drüber geht. Und ich warte schon seit 4 Monaten auf diese Profilbilder. Sie sind noch nicht gekommen, Leute. Das sind Gratisgeschenke. Und zwar kriegt man die einfach kostenlos zu den Meilenstein-Rollern dazu als Geschenk. Bisher kamen diese aber noch nicht. Ihr seht auch zum Beispiel für Jesse hier ein Profilbild oder auch hier für Brock. Also wirklich für jeden von den Meilenstein-Rollern. Das ist für Dynamite tatsächlich auch ein sehr, sehr witziges Profilbild zum Beispiel. Für Bo. Und genau, diese wurden im Brawl Talk angekündigt. Es wurde gesagt, jeder bekommt die halt, der die Meilenstein-Brawler auch hat. Zum Beispiel hier haben wir noch Tick am Start und 8-Bit. Und ich zeige euch da gleich mal eine Vermutung, die viele hatten dazu. Ja, hier nochmal Ems. Natürlich, und jetzt fehlt nur noch Stu. Genau, das ist Stu, Leute. Hier sind auch andere Profilbilder gezeigt, die sind aber natürlich nicht kostenlos, sondern es geht hier nur um diese kostenlosen. Also ultra viele wirklich. Ja, die tatsächlich aber bisher noch nicht gekommen sind. Seit über 4 Monaten wurden die angekündigt. Viele Spieler vermuten, dass diese auf dem Trophäenpfad erhältlich sein werden. Aber ich habe ja zum Beispiel den Trophäenpfad bis 50.000 durchgespielt und ich habe bisher keine Profilbilder bekommen. Ich kann jetzt mal zurück scrollen, ja. Und dort werden wir auf jeden Fall nichts finden, Leute, leider. Auch hier um Stu herum, ne. Wenn man Stu freischaltet, man kriegt einfach nicht dieses Profilbild dazu. Bei Ems zum Beispiel auch nicht und so weiter. Ja, kann sein, dass die eines Tages ganz random mal in den Shop kommen, aber bisher hat leider Supercell diese Profilbilder scheinbar vergessen, weil ich meine, 4 Monate ist das Ganze her, ist eigentlich sehr, sehr komisch, dass da eben noch nichts gekommen ist. Und ich würde sagen, Leute, wir kommen jetzt zu den nächsten Geschenken, die leider auch nie gekommen sind. Ja, Leute, die nächsten Geschenke beziehen sich tatsächlich auf das chinesische Brawl Stars. Und man kann jetzt natürlich sagen, dass sie nur für das chinesische Brawl Stars angekündigt wurden oder gezeigt wurden. Allerdings denke ich, ist das Ganze immer ein bisschen unfair. Und ich denke, hier wurde sogar etwas vergessen von Supercell. Denn wir schauen uns das Ganze einfach mal an und schauen mal, was hier im Shop war. Genau, denn da gibt es eine Sache, die meiner Meinung nach eigentlich hätte kommen müssen. Zu 100%, die quasi, ja, eigentlich zu 99% auf jeden Fall eigentlich angekündigt war sozusagen. Ich erkläre euch das gleich nochmal, wenn wir hier in den Shop gehen. Und zwar gleich kommt das Ganze. Und ihr werdet schon merken, was ich da meine, ne? Und zwar, genau, wir sind hier im chinesischen Brawl Stars und zack, er geht in den Shop. Und was sehen wir dort? Wir sehen einmal einen Pin-Pack, das haben wir auch bekommen. Wir haben die Powerpunkte bekommen, die Megabox und den Pin tatsächlich. Das haben wir alles bekommen, auch in unserem Brawl Stars. Aber eine Sache hat tatsächlich gefehlt
Und zwar hier sehen wir es gratis. Megabox Daryl, Leute. Also tatsächlich gab es ja gratis den Megabox Daryl im Jahr 2021 schon bei uns. Warum dann nicht einfach nochmal für die, die den verpasst haben? Das wurde ja auch mit dem Barbarenkönig Bullskin gemacht. Auch der kam ja für die, die ihn verpasst haben, jetzt nochmal. Und ich glaube, es wurde tatsächlich einfach vergessen, im normalen Brawl Stars den Megabox Daryl Skin wiederzubringen. Finde ich auf jeden Fall sehr schade. Ich glaube auf jeden Fall, dass die es vergessen haben, weil ich meine, was ist denn dabei? Auch Daryl bekommt doch jeder Spieler auch eh geschenkt, ne? Der einen neuen Account macht. Da hätte man ja auch mal das Geschenk mit Daryl bzw. Megabox Daryl nochmal reinpacken können. Ich glaube, das wurde tatsächlich vergessen. Wir schauen uns jetzt einfach nochmal an, wie das Ganze abgeholt wurde, Leute, im chinesischen Brawl Stars hier. Das hätte ich mir auf jeden Fall schon gewünscht, dass das zumindest nochmal neu kommt, ne? Weil es hat natürlich auch schon einige verpasst. Und let's go, Leute. Da kommt auf jeden Fall als erstes der gute alte Daryl, Freunde. Sehr, sehr geil. Und nochmal hinterher der Megabox Daryl. Okay, sehr, sehr krass auf jeden Fall. Und das haben wir leider, wie gesagt, nicht bekommen. Dieses Jahr wurde vermutlich vergessen. Wie gesagt, 100% sicher bin ich mir da natürlich nicht, was da genau passiert oder wie auch immer. Aber wir kommen auf jeden Fall jetzt zu der nächsten Sache, die, glaube ich, wirklich vergessen wurde zu 100%. Und zwar ist die nächste Sache der Supercell-Geburtstag, Leute. Damals zum 10. Geburtstag von Supercell gab es einen neuen Hintergrund in Brawl Stars und den Barbarenkönig Bullskin. Ihr seht ihn hier schon. Das ist von damals noch die Einblendung. Das war 2020 tatsächlich. Genau, 2021, seht ihr hier jetzt mal eingeblendet, kam tatsächlich nochmal eine gratis Megabox zum 11. Geburtstag von Supercell. Aber was kam denn jetzt zum 12. Geburtstag von Supercell? Ich hatte in mehreren Streams zu diesem Datum darauf gewartet, aber es kam gar nichts zum 12. Geburtstag von Supercell, Leute. Wie gesagt, das ist jetzt auch nichts, was ich mir jetzt irgendwie ausdenke. Ihr seht schon hier oben 10 Jahre Supercell, dann eben 11 Jahre Supercell eine gratis Megabox und 12 Jahre Supercell kam nichts. Dieser Skin kam dann eben nochmal in Brawl Stars, aber als 10-jähriges Clash of Clans Geschenk. Also das hat nichts mit Brawl Stars oder Supercell Geburtstag zu tun, sondern mit Clash of Clans 10 Jahre. Ja, das wurde, glaube ich, auch vergessen von Supercell. Ich habe ja auch vermutet gehabt, dass Supercell seinen eigenen Geburtstag sozusagen vergessen hat und da vergessen hat, eine Belohnung einzustellen für diesen Tag. Kann halt auch mal passieren, ist natürlich ein bisschen schade so. Aber genau, ihr seht jetzt hier nämlich nochmal ein Thumbnail eingeblendet, was ich extra erstellt hatte, um auf dieses Geschenk zu warten. Und leider kam das dann auf jeden Fall eben nicht. Aber ist ja jetzt ja auch nicht so schlimm, Leute. Wie auch immer, Leute, ich denke auf jeden Fall, dass jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall aber endlich das neue Update in Brawl Stars kommen sollte. Darauf freue ich mich schon extrem. Und ihr könnt ja mal alle in die Kommentare schreiben, was ist das, was ihr euch am meisten im neuen Update wünscht. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich bin damit raus. Wir sehen uns und ciao, ciao.